auch schon länger nichts mehr zu hören. Ist ja schon eine ganze Zeit lang her. Es waren ein paar turbulente Zeiten, ein bisschen hin und her und. Der eine oder andere hat einen Spring gesehen. Gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Werde ich auch nichts mehr beantworten. Ist jetzt einfach so. Was ist passiert die letzte Zeit? Ich habe den Mähbalken am K15 endlich fertig. Also fast fertig, aber Kleinigkeiten noch. Da hängt das Ding dran. Der Balken ist dran, Fingermähbalken. Ein Eigenbau-Schwartbrett hängt dran. Es ist ein kurzes mit 55 cm. Das Originale wäre 95, das hat aber dann das Problem, das haut mir hier drauf. Deswegen habe ich selber eins gebaut in kurz. Beweglich ist es. Ob es funktioniert, muss ich jetzt bewahrheiten, wird man sehen. Ja, gearbeitet hat der Balken auf jeden Fall schon. Das haben einige auch im Stream gesehen im letzten. Sieht man da. Das war der Balken. Aber ohne Schwarzbrett, jetzt mit Schwarzbrett. Das war jetzt der erste Versuch. Wenn es funktioniert, dann kommt hier noch eine Gleitkufe ran. Aus Metall, die dann hier so rumgeht. Oder da so rum, muss ich mal sehen. Und ja, dann sollte das funktionieren. Versuchen wir es mal. Und ich sehe schon wieder, die Ladekontrollleuchte brennt wieder. Die Lichtmaschine bei dem Ultra kommt immer mal wieder ein wenig Ärger. Das ist eine Gleichstrom-Lichtmaschine. Ist halt so. Ihr braucht immer Zeit lang die Lichtmaschine, bis sie warm ist. Dann funktioniert sie komischerweise. Sonst brennt immer die Kontrollleuchte. Macht das halt Anfang an. Komische Angewohnheit. Arbeiten wir mal was.
leider sagen, der Schwarzbrett funktioniert nicht. Für den Zweck, den ich habe, funktioniert es hervorragend, kann ich mich nicht beschweren. Es räumt mal wegen dem Ding frei, wo ich gemäht habe. Ich habe 1,35 Meter Arbeitsbreite von dem Balken. Das ist ein kleiner Balken, kein großer. Und ja, da sieht man, wie es jetzt ausschaut. Im Stream hat man gesehen, da war es komplett die volle Breite gelegen. Ohne das Schwarzbrett lag das Gras bis hier rüber, so verteilt. Und mit Schwarzbrett ist dann eine kleine Bahn hier neben ein bisschen breit gezogen bzw. zusammengezogen. Und ja, das genügt mir. Das kann ich bei der nächsten Tour dann wieder schnell fahren, ohne dass ich Verstopfungen fürchten muss. Weil ich muss ja mit der Kufe hier auf dem, ja, auf der Bahn fahren hier. Die Kufe gleitet hier, mähen du dann hier. Und das funktioniert. Und ich habe ein bisschen Bahnen. Da, es liegt ein bisschen breiter, aber ein längeres Schwarzbrett glaube ich brauche deswegen nicht. Normalerweise sind sie wie gesagt 95, aber so geht's auch. So, und das Kramele steht wieder in der Scheune. Balken ein bisschen sauber gemacht, grob von Schmutz befreit halt. Ja, mein Schutzast war so vormontiert. Ich brauche da eine neue Feder rein. Die alte ist leider kaputt. Ja, so steht er da. Der Balken funktioniert. Das habe ich ja wie gesagt schon unter Beweis gestellt mit dem Schlepper. Das geht. Und mein kleines Schwarzbrett. Es ist nur ein 55 cm langes. Es ist kein langes mit 95. Das funktioniert auch. Wie gesagt, normalerweise sind Schwarzbretter länger. Die sind 95 lang, da sie eben richtig arbeiten und das Gras richtig reinziehen. Aber das lange ist bei mir problematisch. Das schlägt mir hier dann den Kotflügel zusammen, durch das, dass der Balken so kurz ist. Wie gesagt, nur 135er. Wäre 95er Schwarzbrett hier hinten. So die Länge habe ich schon probiert, weil ich habe ja welche. Und tja, das Endergebnis sieht man ja da, wie das dann ausschaut. Das war vom Vorbesitzer noch. Alles durchgescheuert, alles zusammengehaut. Auch hier unten ist alles zusammengehaut dann. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche es mal mit einem kürzeren. Ich weiß, dass das nicht die gängige Praxis ist. Und ist vielleicht jetzt nicht das schönste Schwartergebnis von so einem Schwartbrett, aber es funktioniert, es läuft und das ist mir wichtig. Was jetzt halt noch gemacht gehört, das sieht man jetzt hier schön, das schleift halt hier auf dem Holz dann auch entlang. Das Holz ist ja federnd gelagert, das kann ja ein bisschen wegdrehen. Es passt sich ja dem Boden an, je nachdem was ich für einen Mähwinkel habe. Geht das hier entweder runter oder rauf, so wie ich es halt brauche. Ich meine, jetzt ist es ein wenig schwergängig noch, weil es selber gebaut ist und neu gebaut ist, aber das ist... Doch, das klappt normalerweise von selber dann runter, legt sich auf den Boden. Da gehört jetzt noch eine Gleitkufe aus Metall drauf. Müssen wir mal schauen, entweder ich lasse nach außen überstehen oder nach innen. Oder vielleicht mache ich sogar richtiges U-Eisen drauf. Hier einfach drüber und mit ein paar Schrauben dann fixiert, dass es nicht abhaut. Und ja, dann ist das Holz ein bisschen geschützt und geht nicht so leicht kaputt. So zumindest der Plan. Funktionieren wird's. Der Balken hat ja eine automatische Mähwerksabschaltung. Vielleicht habt ihr das gesehen im Video. Das ist dieser Hebel hier. Jetzt ist er ja momentan hier unten. Geht auch nicht hoch, der ist gesperrt durch den Hebel. Der liegt hier an. Und wenn ich jetzt hier aushebe, dann kann das hochklappen. Und erst dann kann ich meinen Mähwerksantrieb einschalten. Jetzt kriege ich den gar nicht rein, geht nicht. Ist gesperrt. Und den kriege ich erst rein, wenn dann der Balken auch runtergeklappt ist. Und wenn ich den Balken hochklappe, dann schiebt der automatisch den Mähwerksantriebshebel raus. Und da ist das Mähwerk aus. Brauche ich die Kupplung nicht dafür haben oder sonst was, einfach nur ausheben. Und fertig ist der Käse. Das Ganze funktioniert ja beim KL300 genauso. Der KL300 hat halt keinen so einen Hebel, der hat einen Seilzug dafür. Aber selbes Patent, selbe Funktion und geht auch. Ja, das jedenfalls zu dem Messerbalken. Jetzt im Moment habe ich ja da unten noch die Wiese, das Stück hier am Haus hier zu mähen. Wenn die fertig ist, ich denke jetzt noch ja, ein, zwei Mal vielleicht. Wenn die fertig ist, dann geht es endlich einmal runter auf die andere Wiese. Da unten. Die Richtung. Und da brauchen wir dann auch definitiv wieder ein Ladewägelchen und ein Köhler.
weil ohne Köhler ist das kacke. Also das hole ich dann nicht mit der Robin. Das hole ich jetzt aktuell alles noch mit der Robin haben. Ist ja wie gesagt nicht so weit, aber da unten dann, da nehmen wir dann auf alle Fälle, ja, den Ladewagen dafür. Und da kann ich dann gleich mal ein wenig mehr mähen, dann nicht nur welche, zwar Schubkarren voll, sondern dann halt gleich einmal so, dass der Wagen für 2 Tage reicht. Oder je nachdem, das muss ich mal sehen. So läuft es auf alle Fälle. Wie gesagt, der Kante gehört jetzt noch hin aufs Blech und dann ist die Sache gut. Dann funktioniert es. Das Schwarzbrett soll eventuell auch noch rot werden. So der Plan. Also rot lackiert das ganze Teil. Und in weißer Schrift eventuell Krame drauf. Ich habe ein originales liegen. Das liegt jetzt momentan in der Maschinenhalle. Das ist ein 95er gewesen. Rot lackiert und in weißer Aufschrift war Krame hier drauf gestanden. Bloß in der Größe die Aufschrift, wie es original ist, kriege ich sie hier nicht drauf. Da ist es halt zu kurz dafür. Mal gucken, ob ich überhaupt eine drauf mache. Das muss ich mal versuchen. Was noch gemacht gehört, der Schutz hier vorne. An sich ist er ja nicht schlecht. Bloß für Straßenfahrt hält mir der so garantiert, ne? Da fällt er runter. Den werde ich mir entweder neu kanten oder den da entrosten, rot lackieren. Mal gucken. Oder ich lasse ihn so, wie er ist. Das stört mich eigentlich auch nicht. Weil, wie gesagt, der Mähbalken an sich ist ja auch nicht lackiert. Weil ich da immer wieder gefragt worden bin, warum lackierst du den Mähbalken nicht? Mähbalken wird normalerweise nicht lackiert, weil, wenn der damit gearbeitet wird, erstens ist der Lack gleich wieder runden und zweitens einmal, wenn du Lack auf die Messe bringst, dann sind die gleich stumpf. Das funktioniert nicht so schön. Von daher, der wird normalerweise gearbeitet und, wie hat mein Vater immer gesagt, nach 20 Hektar gearbeitet, dann ist das Ding blank, dann sprühst du Öl drauf und dann schaut der gut aus. Und so mache ich das auch. Ob der Bulldog da sauber zusammengerichtet ist oder nicht, aber ist einfach so. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Ach so, und wer sich wundert, was der große Ölfleck da soll, ja, der kommt von dem hier. Ich habe mal gesagt, der blöde Öldeckel hier seitlich, der Schaulochdeckel ist undicht. Ist er natürlich immer noch. Nicht schön, da sifft er raus. Und der Ablasshahn fürs Wasser drüben ist auch undicht. Der war zwar schön gemacht, aber nicht mehr zur Funktion gedacht eigentlich. Ja, scheinbar durch die Vibrationen vom Motor hat er sich doch ein bisschen gelöst. Jetzt fängt er wieder vorne das Tropfen an. Das da unten, das ist jetzt quasi so ein Fleck, hauptsächlich aus Kühlwasser, was immer raus tropft. Ist aber nicht dramatisch, also im Kühler ist noch genug drin. Das ist wirklich immer tropfenweise, was da rauskommt. Schaut aber halt wunderbar aus wie aus. Und ein paar Tropfen von dem, ja, Motorblock da. Saublöd, die Sache. Mache ich jetzt aber nichts dran, weil der Schlepper springt jetzt aktuell wieder ein bisschen schlechter an. Der, wenn kalt ist, dann arbeitet er einfach nicht sauber, dann mag der nicht so recht. Ja, der Vater hat jetzt schon gesagt, er will die Pleuler mal vermessen, die alten und die neuen. Vielleicht passen die alten besser, dass die ein wenig länger wären und dann mehr Kompression entsteht. Schlimmstenfalls, hat er schon gesagt, müssen wir halt den Block nochmal rausmachen und den Block noch ein bisschen planen. Startverhalten ist einfach ein bisschen schlecht, der braucht einfach ein wenig wenig. Der hat zum Starten einfach ein bisschen zu wenig Kompression noch. Es können ruhig noch mehr sein, hat er damals schon gesagt. Ja, und dann muss halt noch oben 200stel oder was vom Block runter und dann sollte das Ganze besser laufen. Ja, und die Einspritzpumpe gehört noch gemacht, also momentan funktioniert es eigentlich ganz gut, aber ja. Die gehört auch immer noch komplett gemacht, das ist ohne Frage, weil die ist ja auch nur, ja, aus 2 Stück eine gemacht worden, aber neu ist die deswegen nicht. Das liegt noch an, Einspritzpumpe für 500 Euro und den Motor nochmal planen, ja gut, das ist halt die Arbeit zum Ausbauen, Scheißarbeit. Und, ja, wenn der dann eingespannt wird zum Schleifen, mit Sicherheit nochmal neuen Lack drauf, weil der Block, der wenn ausgebaut war und geschliffen ist, dann schaut der nicht mehr so schön grün aus, sondern dann schaut er höchstwahrscheinlich eher, naja, abgeglatzt und abgenutzt aus. Das muss halt dann gemacht werden. Die Arbeit vom Auseinanderbauen ist natürlich beschissene. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ja, mal gucken. Und deswegen den Schaulochdeckel mache ich ihn auch aktuell nicht. Das macht keinen Sinn. Den Schaulochdeckel dann erst, wenn er sowieso den Motor draußen hat, beziehungsweise wenn er wegen die Pleuel gucken will. Dann kann man das allere Welt noch und dann kommt der eh runter, da ist vermutlich die Dichtung, die drauf ist, ist plump gewesen. Ja, neue Dichtung drauf,
neu abdichten und dann sollte da auch endlich Ruhe sein, dann soll da nichts mehr tropfen. Und dann hoffen wir mal, dass da alles läuft. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen Haufen gelabert und einige waren jetzt wieder so langweilig. Aber das ist halt so, ihr kennt mich ja. Wie gesagt, die letzte Zeit ist ja gar nichts gekommen. Ich gehe jetzt da darauf nicht mehr ein. Ich habe das im letzten Streamer mal mitgesagt, um was es da ging. Den anderen Stream habe ich gelöscht, der kommt auch nicht mehr. Die Emma schreit nach Futter, die hat eine Zunge. Ja, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das sind Sachen, ich habe mich geärgert, es geht polizeilich. So viel sei gesagt und mehr sage ich dazu nicht. Braucht auch keine unten drunter Fragen, kannst du nochmal sagen, um was es da ging. Mache ich nicht. Ja, so viel dazu. Ich räume jetzt das Zeug unten noch zusammen. Schmeiße es die Viecher über den Zaun, dass die dann alle was haben. Und ihr seht jetzt im Anschluss noch ein paar Filmschnipsel, die ich die letzte Zeit aufgenommen gehabt habe. Sind Filmschnipsel ja vom Säen gewesen und ich weiß gar nicht, was ich noch aufgenommen habe. Das ist die letzte Zeit noch entstanden, aber halt dann nicht als Video gekommen, weil einfach nichts weiter da war. Wie gesagt, zur nächsten Zeit geht es wieder richtig los. Ich habe einfach mal keine Lust gehabt, war einiges los und ja, kriegen wir. Wünsche ich euch viel Spaß beim restlichen Filmmaterial und dann sehen wir uns am Schluss noch einmal. Die Sämaschine ist gerade noch zu Gange, gleich fertig, Vorgewinde noch und die Ränder und dann ist fertig. Ja, das sind jetzt oben die letzten Bahnen noch und dann ist das Feld gesät. Gelbsenf ausgesät, der ist jetzt im Boden drin, das ist so eine Zwischenfrucht, ohne irgendwas anderes, weil da hat es nichts Passendes gegeben. Ja, schauen wir mal, ob er aufläuft. Hoffen wir es doch. Ja, und weil ich letztes Jahr oft gefragt worden bin, muss man mit einer Sämaschine so schnell fahren? Ja, muss man mit dieser Sämaschine. Das da ist eine Schnellsaatmaschine. Die muss so schnell. Die Noted Cookies, die ihr da gesehen habt, die hinten dran hängt, dürft ihr nicht vergleichen mit irgendeiner anderen normalen Sämaschine, sondern das ist wirklich eine Schnellsaatmaschine. Die ist dafür konzipiert und dafür gebaut, dass du mit einer durchschnittlichen Arbeitsgeschwindigkeit von 17 Stundenkilometern säst. Klingt bescheuert, ist aber so. Ja, die Maschine ist, wie gesagt, speziell zum Schnellsäen gedacht. Deswegen geht es da auch recht flott zu Gange, deswegen geht das Säen auch relativ schnell. Und deswegen ist er auch gleich fertig. Ja, Kreiselecke vorne dran würde bei uns keinen Sinn machen, du würdest zu langsam fahren. Die Striegel, die die Maschine hinten dran hat, die funktionieren eben nur bei hoher Geschwindigkeit. Und das sieht man eben jetzt hier. Also es hat funktioniert. Ja, wie gesagt, da ist immer noch Strohanteil drin, ist ganz klar. Und der Gelbsenf, da haben wir zum Beispiel ein Körnchen außen am Rand. Also damit ihr seht, es ist... Ja genau, jetzt ist er runtergefallen. Ist schon klar. Es ist Gelbsenf, den wo wir haben. Da haben wir ne. Das Körnchen. Der ist in den Boden reingekommen. Ja, der dient uns jetzt wie gesagt als Zwischenfrucht. Und wenn alles funktioniert, dann wird der im Frühjahr reingeagert, dann wird wieder kultiviert und dann kommt Sommergetreide drauf. Braugerste hat er gesagt, machen wir jetzt doch nicht, ist das Risiko zu groß, haben wir schon mal versucht, hat nicht funktioniert. Deswegen vermutlich ganz einfach als Sommergärschen. Mal schauen. Ja, also es geht, wie gesagt, doch ein bisschen flotter. Das sind natürlich keine 17 Stundenkilometer, wo er da fährt. Weil abwärts ist es doch immer holpriger. Der IHC mit der Sämaschine. Was er jetzt auch macht, ist das Saatgut gar aufbrauchen.
Ich weiß gar nicht, wie viel er gekauft hat. Keine Ahnung, das ging jetzt, wie gesagt, alles relativ zügig und relativ schnell. Der hatte Saatgut gestern früh geholt gehabt, am Montag. Und ja, gestern, wie ich heimgekommen bin, hat er gerade den Kultivator abgehängt. Der steht jetzt oben vor der Halle. Hat er ihn aufgeräumt oder der Wallen abgestellt. Tja. Ging jetzt doch alles ein bisschen schneller. Gestern hat es nochmal gut geregnet. Man sieht allerdings nicht viel davon. Also der zieht ja ein bisschen eine Staubwolke hinter sich her. Ist ganz klar. Aber es soll die nächsten Tage auch nochmal Regen kommen. Und deswegen hat er dann doch entschieden, wir hauen es rein. Weil wenn der Boden dann gut durchweicht ist, vielleicht hätten wir ja dann doch eine Chance, dass es aufgeht. Es ist halt heuer ein bisschen schwer abzuschätzen. Wird es feucht, wird es nicht feucht, bleibt es trocken oder... Naja. So, jetzt kommt es richtig zur Geltung. Nö, nicht. Ist die Hecke im Weg. Ja, die Hecken gehört zurückgeschnitten. Es ist aber nicht unsere. Ja, also staubt der Wege noch ganz schön. Die Hunde toben wieder. Na, funktioniert doch. Ja, die letzten Streifen. Dass überall was drin ist. Ich meine, da oben, da geht eh nicht viel auf. Ist ganz klar, die Bäume. Aber Hauptsache, die Saat ist im Boden. Das ist mal das Wichtigste gewesen. Ja, und vermutlich jetzt wird es dann nicht mehr regnen. Jetzt wird es dann trocken bleiben, wenn es blöd läuft. Kann passieren, weil das war eben seine Sorge, deswegen hat er nicht getraut mit den Säen, da hat er gewartet, aber naja, man kann jetzt nur das Beste hoffen, wenn es aufgeht ist recht, wenn nicht, dann ist das Geld in den Wind geschossen, weil auch der Gelbsenf kostet natürlich Geld, wenn er auch nur Zwischenfrucht ist, aber es nutzt da halt nichts, wenn du bei größter Trockenheit reinsäst und dann regnet es kurz drauf und dann bleibt es wieder trocken, weil dann geht die Saat auf und dann verdurstet sie. Die letzten Streifen. Tja, also wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal, die Noted Cookies ist eine Schnellsaatmaschine und keine normale Sämaschine. Deswegen wird da damit schneller gearbeitet. Wir fahren hier nicht mit irgendwas 5 Stundenkilometern, 6 Stundenkilometern wie mit einer Kreiselecke dran, sondern hier konstant normalerweise, ja, ich sag mal so zwischen 15, 17 km/h, das ist so der Dreh. Und das hat sich bewährt. Ja, Paula ist auch da. Paula? Schaukst du da wieder aus? Ich sag ja, Saat rausbringen. Tja, dann habt ihr sie wenigstens noch kurz in Aktion gesehen, wenn auch kein großes Video wie letztes Jahr. So, jetzt habt ihr schon ganz lang nichts mehr von mir gehört gehabt. Ich habe immer nur Bilder gepostet. Hier in dem Video davor sind ja noch ein paar andere Bilder. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was gefilmt habe. Ja, ich habe einmal Pause gemacht. Ich wollte ja den Mähbalken fertig haben und das habe ich geschafft. Das habe ich ja im Livestream am 3. Oktober schon gesagt. War es ja am Donnerstag. Ja, der Mähbalken läuft jetzt. Ich habe gerade den ersten Schnitt versucht. Ja, passt natürlich noch nicht ganz. Ich habe ihn hier schon gleich einmal verstopft. Sieht man da. Da hat er gerupft, da hat er es nicht mitgenommen. Problem ist, mir fehlt das Schwartbrett. Ohne Schwartbrett zieht er es hier nur so leicht auseinander. Und bei der nächsten Reihe, ja, staut sich es dann unten dran. Das ist der Nachteil. Balken hängt dran.
ja, ich muss mir mal irgendwie ein Schwarzbrett noch bauen. Ich habe noch ein originales, da steht sogar Krame drauf. Aber das Schwarzbrett passt leider hier nicht, beziehungsweise es wäre von der Form nicht ganz verkehrt. Es könnte schon passen, aber das Problem ist, es ist in der Mitte durchgebrochen. Leider. Ich habe ein originales, wo Krame draufsteht, es ist aber in der Mitte durchgebrochen. Blöd gelaufen. Also müssen wir halt gucken, müssen wir uns verhelfen, zur Not bauen wir uns selber eins. Die Grundform bleibt ja immer gleich, ich brauche ein paar Metallteile vom anderen. Was noch da ist, eine Verschraubung oben rein und gut ist. Das Ganze muss halt ein wenig federt sein, wenn es irgendwo hängen bleibt, dass es dann auf Seite klappen kann. Muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht nehme ich noch irgendein anderes, wenn wir was haben. Aber ein Schwarzbrett muss ran, sonst ist das Mähen nicht schön, weil dann liegt nach der Arbeitsbreite halt so die volle Arbeitsbreite von 1,35 m. Weil hier oben, der räumt halt nicht sauber rum, das ist klar. Da muss was dazu. So, ich hoffe, das restliche Filmmaterial hat euch Spaß gemacht und hat euch gefallen. Puh, waren halt ein paar Schnipselchen. Ja, bei mir ist jetzt noch nicht viel passiert. Ich sprich dich jetzt quasi im Anschluss, nachdem ich den Bulldog gefragt habe. Wie soll es anders sein? Ich hole jetzt noch das Gras. Und ja, wenn die Viecher fertig sind, dann mal ja, Feierabend. Dann ist auch mal gut. Die Hunde waren schon wieder stiften. Löffel. Unmöglich. Naja, jetzt mache ich nur mal Zeit fertig. Ich hoffe, dieses erste Video seit langem hat euch mal wieder Spaß gemacht und hat euch gefallen. Ja, und ich würde sagen, jetzt nachdem es da wieder richtig losgeht oder wieder richtig losgehen sollte, wir haben jetzt endlich auch mal ein bisschen trockenes Wetter. Dann wird es die Tage auch einmal an die Kartoffeln gehen, hoffe ich. Die Schleuder steht in der Scheune, die muss da noch raus. Da muss ich noch was zusammenrichten und dann, ja, dann soll es endlich losgehen. Gut, dann wünsche ich euch jetzt was, eine schöne Woche. Man hört sich wieder. Bis die Tage. Servus, der Michel.